Servus zum Wochenrückblick Nummer 8. Diesmal wird der Wochenrückblick etwas kürzer gehören, weil ich habe nichts zu erzählen. Ja, man glaubt das kaum. Nein, was ist letzte Woche passiert? Wir haben am Montag mit einem neuen Projekt angefangen. Nämlich Assassin's Creed Chronicles India. Die haben richtig gesagt. Und sind mittlerweile auch schon 6 Folgen, heute kommt die 7. draußen und ich habe noch Material bis zum Montag, also bis morgen. Ob ich am Dienstag es schaffe, ein Video rauszuholen, weiß ich noch nicht, weil das Wochenende war und ist sehr durchgeplant, also es ist kaum irgendwie Zeit dazwischen. Am Freitag habe ich mich nicht so gut gefühlt, damit ich da jetzt dran sitzen und aufnehmen kann. Weißt du, das fange ich mir wieder ein. Und Samstag ist Fußball und Starkbierfest bei uns im Sportverein. Und am Sonntag bin ich bei der Konfirmation von meinem Cousin. Und da bin ich am Vormittag, also werde ich da auch nicht aufnehmen können. Ebenso muss ich jetzt noch lernen, weil Montag, Dienstag und dann schreibe ich etwas im Spiel. Das heißt, vielleicht, mit etwas Glück, komme ich am Montag schon mittags heim. Kann ja da noch ein Stündchen aufnehmen, dann schaffe ich es, wenn wieder am Dienstag wieder Folge kommt. Ansonsten kommt halt erst am Mittwoch die nächste Folge. Falls die. Ups. Falls die jetzt, was wollte ich sagen, die Videos dieses Wochenende später kommen. Tut mir leid, dass es am Freitag ist, seit ich spät komme, das Video. Und das liegt daran, damit ich noch beim Aufbau war für unser Starkbierfest. Und deswegen auch so spät heimkommen. Also ich bin nur schnell heim, hab schnell mein Zeug daheim abgeliefert, hab kurz was gegessen und bin wieder losgegangen. Deswegen ist das Video auch so spät gekommen. Es kann natürlich leicht sein mit Samstag und Sonntag. Die Videos auch relativ spät kommen, weil ich nicht dazu komme oder weil ich einfach zu weit weg bin. Sie kommen auf jeden Fall, wenn sie auch erst am Abend um 8 Uhr kommen, dann entschuldige ich mich auch. Wahrscheinlich kommen dies wieder genauso spät dann. Aber ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. So, dann war es auch die erste Woche jetzt, wo kein The Division kommen ist. Ich habe jetzt gerade eben noch schnell mein Kanal-Info aktualisiert. Soll ich vielleicht auch gleich machen. Ich habe jetzt kein Problem momentan damit, damit es nur kommt. Ich habe es auch seitdem immer gespielt, ich komme nicht dazu. Aber, mal schauen, vielleicht setzt die VD, weiß ich, aber momentan eher weniger. India. was war auf meinem Kanal? Wie ich schon angekündigt habe, wir mit Assassin's Creed India angefangen. Da habe ich 8 Folgen, also bis Montag, wie schon gesagt. Und mein bisheriges Fazit ist, es ist anders als Chronicles China. Es ist viel mehr in Richtung Schleichen und Schleichen einfach. Nee, also man merkt schon enorm, damit man viel mehr schleichen muss als bei den anderen Teilen. Ist sogar noch mehr geworden als bei China. Man muss viel mehr unbekannt durchkommen. Die Punkte sind noch viel höher, wie man bemerkt hat. Also Bonus gibt es immer Punkte, dann, wo man sammeln kann. Die sind relativ gut, das sind schon tausende Bereich. Das reicht mal, indem sie das multipliziert durch die, wenn man gut durchgeschlichen ist, dann gibt es mal Punkte. Und die Punkte mal 2, 3, 4, ich glaube 5 ist das höchste. Und je nachdem, dann erreicht man auch die Punkte, aber ist schon einiges anstrengender in Richtung Schleichen, aber trotzdem relativ cool, der ganz neue Zeichenstil, welcher mir sehr gut gefällt, muss ich schon sagen, und schauen wir mal, was so weiterhin auf uns zukommt. Man merkt auch, die Sprache ist nicht mehr Chinesisch, sondern eher Englisch, eher gesagt schon eher Englisch, weil Indien war ja ein eine britische Kolonie, und in der Zeit bewegen wir uns da ja auch, und das merkt man auch enorm, also immer wieder hat es mal gesehen, es sind dann Briten unterwegs gewesen, als britische Soldaten, und die sprechen natürlich auch Englisch, also das ist
typisch und ja, also sehr gefällt es mir doch sehr gut. Eine kleine Romanze hatten wir auch schon, oh lala. Aber ich möchte zu viel davon sagen. Wem es interessiert, einfach mal reinschauen, einfach mal reinklicken. Also mir macht es Spaß. Ich freue mich auch darauf, die nächsten Folgen wieder zu machen und wieder weit zu spielen. Und es tut schon gut, damit ich das als Let's Play mache, weil sonst hätte das Spiel wahrscheinlich so schnell nicht gespielt und hätte auch nicht rausgefunden, damit es eigentlich relativ cool ist. Ja, das war eigentlich schon, was die Woche war. Bei mir in der Schule war mehr Kurzarbeiten. Schule wieder anfangen an Ferien. Was soll man sagen? Ganz normaler Alltag. Hätte besser laufen können, aber ja, bin ich selber schuld. Was erwarten wir uns nächste Woche? Also ich werde wieder Kurzarbeiten in der Schule schreiben. Das heißt, ich muss schon wieder das eine Aufnehmen machen. Und natürlich dann wieder täglich SSG Chronicles India. Und am Sonntag dann wieder einen Wochenrückblick. Ja, das war's eigentlich. Jetzt versuche ich schon wieder rauszuzögern. Man denkt 5 Minuten zu weniger. 6 Minuten zu das gerade. Aber nachdem ich nicht recht viel mehr zu sagen habe, würde ich jetzt einfach mal beenden. Werde jetzt was essen, weil wir haben jetzt 12.30 Uhr, also 12:30. Samstag, jetzt esse ich was, dann geht's zum Fußballplatz und dann sehen wir uns im nächsten Video. Oder beim nächsten Rückblick. Ja, vom nächsten Video, wo ihr kommt. Wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Ja, je nachdem, wie ihr es anschaut. Eine schöne nächste Woche. Lasst euch nicht zu sehr stressen. Ob Schüler, Student, Arbeiter, Azubi, was ihr macht da draußen. Nehmt's gechillt. Kriegt sie schön die Woche. Sechs Wochenende steht auch wieder davor. Ja, bevor. Es sind nur 5 Tage. Naja, ihr schafft es schon. Also, bis zum nächsten Mal. Servus!